Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich und dem Herrn Sofort neben mir. Es ist mal wieder Siege Time, Sofort und Gleich YouTube gegen Evolution Oh, of. die kenn ich noch. Evolution of Draker. Ja, kennst du auch noch? Ja. Okay. Evolution of Draken. Sieht ziemlich gut für uns aus. Da würde ich mal sagen, dann greife ich mal da oben die Drunk-Insel an. Ich habe jetzt mein Deck nicht großartig umgestellt, weil gewinnen wir sowieso. Sind nur noch 25 Minuten. Ja, und er hat ja eh auch ein Gewehr da drin. Also dann ist mein Peter mit der Slubeck noch besser. So, Privacy Rise. Was ist bei dir im Deck eigentlich überhaupt besser als das Gewehr? Ja, gleich. Is this your fucking Ernst? Können Sie bitte antworten? Oh, er hat hier einen QB Boomhauer, ein Gewehr und einen QB Boomhauer. Oh mein Gott, vergleich? Ja? Das ist so gut. Oh, das ist noch genau ich krieg noch? Davon gar nichts ab. So, aber ist doch egal, macht nichts. Also, wir kämpfen gerade hier um den Ventilator. Nee, stell's irgendwie so, dass wir beide was abbekommen. So, Privacy Rise von Evolution of Draker ist jetzt hier. Evolution of Draka, hallo? Weg. Evolution of Draka. 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 Oh ja, die Temperaturen sind einfach unmenschlich. Ja. Und da soll es auch noch Leute geben, die wirklich sich darüber freuen. Wow, wir haben fast 40 Grad. Juhu. Geilo. Gehört ihr auch dazu? Nee. Also ich nicht. Randy, Marsh, Bob. Da kommt noch ein Bob. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. So, Chris Cross Applesauce. Chris Cross Applesauce. Oder der Hipster Donald. Oder einfach hier mein Mr. Deliver. Finde ich eh geil. Mr. Deliver ist egal. What was that? Furzschule für Hochbegabte. Ich habe noch 100 Fragments vor Soldberg. Was? Ja, bei der Mucki wurde bei Soldberg. Mhm. So. Leute, gehört ihr. Nochmal die Frage: Leute, gehört ihr zu Leuten, die diese Temperaturen super geil finden? Ich meine, wenn man jeden Tag am, keine Ahnung, irgendwo im Schwimmbad oder sowas, wäre das natürlich mega geil. Ja? Mm. Aber da musst du noch den ganzen Tag im Schwimmbad bleiben. Jo. Bandit Bob. Bob. Bandit Bob. Bob. So, und da ist Randy Marsh auch Bandit gezwungen. Bob. Bandit Bob. 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 So, Kampf Nummer 2 gewonnen. Übrigens, Leute, mal wieder Fortnite am Start. Wir werden wahrscheinlich auch bald mal Community-Runden machen, wo wir einfach zu viert spielen, also Squad einfach. Einfach eine ganz normale Runde Squad spielen. Und ja, mal ein paar Community-Runden mit dem Herr Gleich machen. Evil Seed. Evil, Leute, ihr kennt Herr Gleich Skills nicht, das ist ein Camper. Nee, ja, aber. Leute, wir haben vorhin ein Match zusammen gewonnen. Ja, das erste Match, was wir heute gespielt haben, haben wir gewonnen. Das im zweiten Match sind wir zumindest in den Endfight gekommen. Ja, war ein bisschen unglücklich gelaufen, ja. Weil wir waren zwischen zwei Teams gelandet. Und währenddem wir das wir eine Team... Natürlich waren wir zwischen zwei Teams. Ja, wir waren zwischen zwei Teams, aber ja. wir sind nicht dort gelandet. Wir sind auch dort gelandet, kann man so sagen, natürlich. Eigentlich nicht, weil ich dahin gelaufen bin. Ja, wir sind schon dort gelandet. Ja, aber keiner hat auf uns geschossen, für beiden. Erst nachdem das eine Team weg war. Nein, doch. Wir haben das eine Team angegriffen und das andere Team hat uns dann von hinten noch zerlegt. So, wir waren erstmal waren wir genau mittendrin, aber sicher, erst waren wir genau mittendrin zwischen beiden, dann das haben wir gewartet, haben zugeschaut, wie die. Das eine Team hat uns angegriffen, nicht wir die. Ja, die sind von hinten auf uns gekommen. Ja, natürlich, weil wir das andere Team angegriffen haben. Bist du irgendwie verwirrt? Nee.
Wir waren in der Mitte. Die einen waren bei dieser Fabrikhalle, die anderen waren hinten an dem Berg. So, dann sind die von dem Berg runter, dann sind wir aus unserer Box raus und sind auf das andere Team drauf. Und dann haben die uns von hinten angegriffen. Aber sicher dat. Aber sicher dat. Und Leute, wenn ihr mal wieder Bock habt, lasst einfach mal eine Runde, also lasst einfach mal Solo spielen in dem Stream. Ohne irgendwas, einfach stressfrei Solo spielen. Dann, ja, vielleicht mit einem Daumen nach oben, ne? Vielleicht? Und schreibt auf jeden Fall mal wieder was in die Kommentare, weil im nächsten Vortrag und im nächsten Microvideo. Gut, Microvideo wahrscheinlich, weil da war schon wahrscheinlich eine Montage. Aber auf jeden Fall im nächsten Fortnite-Video werden wieder Kommentare eingeblendet. Jo. So wie immer. Sollten wir eigentlich auch hier machen. Das, ja, das wird ein bisschen schwierig. Aber weil momentan so viel Rumble, Siege. Vor allem, Leute, das Problem ist, so ein Schnitt, die Kommentare reinschneiden, ist nicht das Schwierigste. So, aber diese Kommentare, dieses Video dann noch zu rendern, das ist das Schlimmste daran. Willst du mir jetzt sagen, dass ich hier echt Probleme bekomme mit dem? Wenn du das verlierst, dann bist du echt schlecht. Ich muss jetzt da hinten erstmal den da ausblocken. Ich hab auch keins verloren, glaubst du? Ja, bis jetzt auch noch keins, aber es wird jetzt echt mega eng. Viel Spaß. Schaden macht der dort, 15 Leben hätte ich noch. Der da unten, der macht nicht ganz so viel Schaden. Komm, ich muss jetzt mal den Peter erstmal dazwischen klatschen und dann... Huiuiui, jetzt wird es aber echt... Boah, jetzt habe ich es noch gewonnen. Das war echt mega knapp hier. Also bei dir ein Match eng war. Das war eng gegen Frede, ja. Bei mir nicht. Mal schauen, ob du gegen Frede... Der hat jetzt im Ernst gesagt, oh mein... Der Freier hat gesagt, oh mein Speer. Psst. Hat er wirklich gesagt, bevor es noch hier gesperrt wird. Nein, sonst wird es einfach auf 18 gestellt. Aber wir müssen einfach in unsere Beschreibung schreiben, family friendly. Family unfriendly, bitte. Nein. Mal... Passt du auf, bitte geh doch mal, also du machst den... Eieieiei, der Ventilator, der arme Ventilator. So. Ja, Leute, und ja, ihr müsst einfach mal, wenn ihr in die Beschreibung, bei euch in die Beschreibung schreibt, family friendly, werdet ihr auch, wenn zum Beispiel irgendwelche Eltern für ihr Kind nach Videos suchen und family friendly eingehen, dann kommen eigentlich nur solche familienfreundliche Videos in dem Sinne. Und dann schreiben wir bei uns drunter family friendly. Ja. Yeah. Total. Total familienfreundlich. Sollte man sich auf jeden Fall geben. Wobei wir ja auch sehr junge Mitglieder teilweise haben. So. Ja, komm, jetzt machen wir hier den Yachtclub. Diese Kommentare von den Typen, ne? Das sind geil. Hier, Dale, Tina, haben alle ganz komische Kommentare hier. So, dann haben wir noch eine Horse Rider, Tina gegen Zoid. Total. So, gegen Zoid von Evolution of Draker. Ah, ich bin tot. Oh, gegen Randy Marsh, gegen den habe ich vorhin aber gewonnen. Ja, guck mal hier. Gegen den habe ich aber vorhin gewonnen. Hier. Ja, ist egal. Ja, noch. So, noch ein Match. Da ist einer, der ist noch stärker als der. Als wer? Als der, gegen den du gerade verloren hast. Aaron A870. So, und der sieht mir jetzt nicht stark aus mit einer Peggy. Genau, er spricht den Namen Englisch aus und dann kommt 870. Ja. Na klar. Na klar. Leute, Herr Gleich, immer dieses Gleich. Na klar. So. Leute, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie viele Wochen ihr noch Ferien habt. Nee, Peter, denn das ist schon einfach nebendran. Ist der gleich? Wie viele Wochen hat der eigentlich noch Ferien? So, jetzt pushe ich nochmal von der Seite.
Und jetzt sind wir auch hier eigentlich. Oh, Chicken Fight. I love it, baby. Chicken Fight räumt auf. Ist mit dem ersten Account noch was fertig? Frieda. Ja, genau der. Mal gucken, der kommt aber mit so einem billigen Thunder Cocktails. Single. Wein Trio auch Single. Wow, wie schwierig der ist. Damit würde ich auf jeden Fall richtig den Kampf haben. Wow, wie schwierig. Ja, hat halt jetzt Scheißkarten da am Start gehabt. Der ist ein bisschen schwach. Der hat ja gar nichts. Aber du hast halt auch weniger. So, ein Peter. Kennt ihr gleich? Lächerlich. So, dann. Lächerlich, der war kein Problem für mich. Ein Eugene, ich hab's gerade gesehen. Und da sieht man wieder mal, wie unterschiedlich die Matches ausfallen können. Nee. One-Man-Musical. Das war Können halt gleich. Können, wenn der mit solchen Schrottkarten bei dir kommt. Ich habe zwei Matches verloren, aber... Du hast, ja, siehst du, ich habe noch keins verloren. Ja, du weißt das aber ist zum wegen, Thema. Wegen, warum ich zwei Matches verloren habe. Nö. So, hier, da gibt's keine Begründung dafür. Gleich. So. Also. Geht ihr dann schon eben auch gekämpft gegen den Grixter? So. Der ist einfach. So, der war nicht mal einen Punkt verloren hier. So. Leute. Was ich auch mal müsst, ihr müsst mal alle Gegner gleich spielen, die in der Gilde sind. Und müssen wir jetzt mal in die Kommentare schreiben, wie es ausgefallen ist. Ich denke mal, ungefähr, ja, 98% wird gewinnen. 98%? Du hast wohl. Am besten tretet ihr an, nur mit Commons, damit. Dann gewinnt ihr schon. Ja, das kannst du ja mal probieren. Du kannst das gerne aufnehmen und da in YouTube stellen. Ich habe zwar keine Commons mehr. Ich schenk dir welche. Kannst du nicht. Ich kauf dir welche. Kopf, ganz viele. Und dann kannst du mal versuchen, mich mit Commons. Ich schenke dir sogar Rares. Kannst du. Kannst du mal gucken, was du damit anfangen kannst. Okay, nein, Leute, ihr braucht eigentlich nur normale Legendary Scan, dann wird ihr schon. Ja, ist klar. So. Immer diese Selbstüberschätzung. Ich überschätze mich nicht ja gleich. Was haben wir denn hier alles? Super Tanz, Super Dance. Katana Trisha. Super Dance Code am Start, Herr gleich. Wow. Ist geil. Und ich habe sogar einen Shop Teacher Hank am Start. Ja, krieg ich denn hier auch nochmal irgendwas? Ey, meine Fresse. Mann. Nein. Ja. Ey, ich mein, doof. Warum? Jetzt komme ich hier mit dem Gaga-Ball. Gaga-Ball. The Gaga-Ball. Du hattest doch schon einen Tina gehabt, sei doch froh. Ja, du ich hast doch schon einen Peter gehabt. Ja, da vorne, aber danach kam da nichts mehr. Ja, ist doch toll. So. Jetzt ist das Ding hier schon einmal warum gelaufen. Warum du auch immer irgendein Match gewinnst, aber egal. Ich bin gerade ein bisschen böse zu dir, oder? Nö, das ist einfach nur... Frieda. Oh, guck mal, der Frieda, der starke Frieda. Wow. Und jetzt müsstest du echt verlieren. Ja, jetzt müsstest du echt boah, verlieren. Boah, ist der stark. Jetzt müsstest du echt verlieren. Boom. Zack und bam. Jetzt müsstest du echt den Frack voll bekommen. Richtig schön. Ah, wie schwierig. Oh, und damit zu einem scheiß Whirlpool-Bobby. Oh, betrunken auf dem Rasen. Oh nein, ja. Jetzt könnte es kann so schwer werden für mich. Oh nein. Oh. Das ist so ein Vogel. Das gibt's überhaupt nicht. Oh, das ist schwierig. Ich bin fast eingeschlafen, hast du gemerkt? Ja, das machst du scheinbar öfter in letzter Zeit. So. Oh. Ich glaube, du musst mal früher ins Bett. Hä? So, was? Betrunken auf dem Rasen hier. Oh, da haben wir auch wieder Frede. Früher ins Bett? So, und jetzt komme ich mit einer Lila. Und mit einer Flügelmutter Lila. Ja, du hast halt Glück. Und jetzt guck mal mit, was da bei mir kommt. Guck mal. Another Lousy Millennium. Ja, hä, der ist voll schlecht? Der ist... ja, voll schlecht.
So, bei dir kam der jetzt die ganze Zeit nur mit solchen Schrott-Scheißdreck-Kombos und bei mir kommt er jetzt mit sowas hier, ja? Cool, das Match dauert schon 500 Jahre länger als bei mir. Ja, weil er bei mir auch hier mit einer anderen... Guck doch mal hier! Guck dir das mal an, wie schlecht der ist! Oh Gott. Wie lange will er sich jetzt noch zur Wehr setzen gegen meine Flügelmutter, Kollege? So, jetzt ist vorbei. Jetzt ist Schluss mit lustig. Du hast ihn besiegt. Wow. Ich glaub, bei ihm kommt er mit so einem billigen Drecks... Was war das gewesen? Weintrio, Single, Fused und dann nebendran nochmal so... Also was heißt Single Fused? Nicht mal Fused. Und dann nochmal mit so einer drecksbilligen, ja, normalen Welcome Karte. Bobby. Welcome Bobby. Ja, da hatte er ja schon immer eine Combo dann später. Aber dann kommt er mit so einem Schrott an, ja, wo mit 17 Leben und so. Weintrio Dreck, ja? Ist auch eine Combo. Nein, doch. Das ist einfach nur eine Combo-Karte, aber das ist keine Combo. Ei. Leute, ihr müsst wissen. Herr Gleich. Was ist, kommt er mit so einem Käserotz da an, ja? Und guck, Teufel, Bobby, leck Frede, mich auch an der Buckel. Schon wieder der Frede. Ach, nein, es ist heute bei mir. Nee, achso, bei dir. Bei mir. Oh mein Gott, wie schwierig. Jetzt muss ich wieder einpennen. Oh, guck mal, was da kommt. Mit einem Stand, mit einem personalisierten Bierkrug, mit einem Bänder. Oh, wie schwierig. Oh, ich bin schon fast verschwunden. Oh. Jo, da leckst mich du am Arschi hier. Leckst mich du am Arschi. Oh, ich hab das Match ganz im Schlaf gewonnen, ne? Arschi. Ja, jetzt bis sag mal. Drei Zügen war bei Frede vorbei. Oder bei vier. Oh, bei ich kämpfe jetzt auch wieder rein. Steve Smith. Boah, gewonnen. Oh. So. Ach, haben wir schon wieder so jemanden, wo ich einschlafen kann oder was? Oh. Er hat aber auch jedes Mal frei im Roboterkostüm vorne, ne? Es ist echt unglaublich. Sag mal, wie viele Fries hast du? Das kann doch nicht sein, dass du jedes Mal den vorne am Start hast. Ich habe 3 Stück am Start. Ach, geh Bubble. 3 Quadfuse. Ach, geh Bubble. Das gibt's doch nicht. In jedem Match hat er vorne den Fry im Roboterkostüm. Das gibt's doch. Oh, schau wieder der Fry. Ei, leg mich doch am Arsch. Unglaublich, ey. Unglaublich. Naja. Okay, also jetzt schauen wir noch mal ganz kurz. 7 Minuten geht der ganze Kram hier noch. So, und ich schlaf schon wieder fast ein, Herr Gleich. Das Match ist schon wieder so schnell vorbei. Hast du beide gemacht? Ja. Echt? So schnell? Ja. So, dann gucken wir mal hier. Also. Krankos, Frankensee, Chris, Robert, Krabby, Herr Gleich, Ricky, Spanish, Junkhead, Mimo, Dytronic, Teclis, Bounty, Topdas, Stromi, Abdem, Tularis, alle mit einer glatten 100, Crow, Apokalyptica, A-Spider, ja, Dennis, 91, Ansgar, Thomas, Cookie, Kings, Cromelli, Penny, Fatburger, Big, Eat Fresh Food, 82, Brownie, Nervt, 73, Ulrike, Dunkelfunken, Danko Funken, Sonja, 82, Der Pate, kämpft grad, Jojo, Manuel K., Casey, Remington, Olli, Z., Barney, Michael, Gecko, 42, so. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.